Hey Freunde, herzlich willkommen auf Pandido TV. In der heutigen Folge wird El Presidente ausgetrickst. Viel Spaß. Okay Jungs, heute steigt der große Plan. Der Überfall auf den Geldtransporter. Wir haben alles seit Monaten geplant. Und es sollte nichts mehr schief gehen. Trotzdem gehen wir jetzt doch mal die Rollenverteilung durch. Kevin, du bist die Ablenkung. Alles klar, ich bin bereit. Da wird nichts schief gehen. Sehr gut. Johnny, du bist das Überfallkommando. Du hältst die Fahrer in Schach. Na klar, kein Problem. Und Donny? Yep. Du hilfst ihm dabei. Wird erledigt. Micha, du schnappst dir die Beute und haust damit ab. Alles klar. Wenn du fertig bist, gibst du ein Zeichen und alle anderen hauen auch ab. Und dann kommen wir zum sicheren Versteck. Alles klar. Ich denke, wir kennen den Plan mittlerweile alle in- und auswendig. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Ich erhoffe mir davon große Beute. Also, gebt euch Mühe. Alles klar, Boss. Okay, Leute, seid ihr alle auf euren Positionen. Es geht gleich los. Ich bin bereit und warte darauf, dass die Falle zuschnappt. Ich warte darauf, dass Kevin sie ablenkt. Ich auch. Und ich warte auf den Transporter. Na, ich glaube, da vorne kommt er schon. Heute kommen wir wirklich erstaunlich gut durch. Dann können wir heute vielleicht ja sogar früher Feierabend machen. Ah ja, stimmt. Da haben wir vielleicht mal Glück. Hey, da kommen sie. Okay, da bin ich jetzt an der Reihe. Oh nein! Hilfe, Hilfe! Bitte anhalten, ich brauche Hilfe! Hilfe, zu Hilfe! Oje, was ist denn nun passiert? Hände hoch, das ist ein Überfall! Oh nein, wie konnten wir schon wieder darauf reinfallen? Tja, na los, beeil dich! Alles klar, bin schon unterwegs. Hey, Jackpot! Hey, was machen die da? Das ist unsere Beute. Das ist wirklich ein merkwürdiger Zufall. Aber laut Verbrecherkodex sind sie zuerst da gewesen, da können wir nichts machen. Aber wir haben doch alles monatelang geplant. Was ist da los? Geht etwas schief? Antwortet mir! Zwei Gangster sind uns zuvor gekommen. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Okay, Rückzug, Männer. Alles klar. Oh Mann, was für ein seltsamer Zufall. Na los, steig auf, wir hauen ab. Okay, na los, alles klar. Fahr. Hey, mit dem größten Vergnügen. Festhalten. Ciao. Ach, so viel zum frühen Feierabend. Oh, wie konnte das bloß passieren? Vielleicht einfach wirklich unglückliches Timing. Es wissen schließlich auch andere Gangster, dass der Geldtransporter da langfährt. Oh ja, vielleicht hast du recht. Na gut, dann machen wir mit dem nächsten Plan weiter. Wir überfallen die Bank. An dem Plan arbeiten wir auch schon seit Wochen. Und morgen Abend geht es los. Ihr kennt eure Aufgaben. Ja, so wie sonst auch. Einer hält den Bankangestellten in Schach, die anderen räumen hinten aus. Genau, diesmal kommt uns bestimmt keiner in die Quere. Schließlich findet in der Bank nichts Besonderes statt. Gut, dann an die Arbeit. Wir bereiten alles vor und dann geht es morgen Abend los. Alles klar, Boss. Okay, Jungs, seid ihr bereit? Diesmal muss alles klappen. Ja, bereit. Ja, bereit. Ich bin auch so bereit. Sehr gut, aber Moment mal, einer fehlt doch. Wo ist Donny? Oh, der hat abgesagt. Er ist krank geworden. Der konnte ja nicht mitmachen. Krank geworden? Und warum sagt er mir nicht Bescheid? Naja, egal. Für den Job brauchen wir ihn nicht. Ihr seid genug Leute. Und so müssen wir ihn nicht bezahlen. Okay, dann los. Wir starten mit der Aktion in 5, 4, 3, 2, 1. Bingo! Perfekt, auf die Minute genau. Auf den Bankdirektor kann man sich eben verlassen. So, jetzt noch abschließen. Und dann kann ich endlich Feierabend machen. Nicht so schnell. Hä? Wow, nein. Mach die Tür schnell wieder auf, Freundchen. Wir gehen dir nochmal rein. Oh, na gut. Und rein da, schön in der Ecke bleiben. Und den Schlüssel bitte. Ja, hier, bitte tun Sie mir nichts. Okay, Jungs, die Luft ist rein. Und vergiss den Schlüssel nicht. Jackpot. Und Rückzug. Ja, und weh, du rufst direkt die Polizei. Oh, das mache ich nicht, keine Sorge. Oh, so habe ich mir den Feierabend aber wirklich nicht vorgestellt. Hey Leute, das hat doch wunderbar geklappt. Ja, du kommst gerade rechtzeitig. Schmeiß die Waffe weg und stell dich zu den anderen. Hey, was soll das?
Also war es doch kein Zufall, dass ihr den Geldtransporter vor uns überfallen habt. Ihr müsst von unseren Plänen gewusst haben. Wird uns verraten. Wir verraten doch nicht, wer unsere Quellen sind. Das ist euer Problem, wenn ihr so unvorsichtig seid. Also dann, danke für die Beute. Ein bisschen haben wir euch dagelassen. Für den guten Zweck. Wir warten jetzt nur noch... Ah, perfekt. Das ist das Zeichen. Los, fahr. Alles klar. Und festhalten. Was war das? Keine Ahnung. Da wurde ich auf frischer Tat ertappt. Wir haben einen Teil der Beute gefunden. Den Rest müsst ihr versteckt haben, aber den finden wir auch noch. Sind das auch die Gangster, die Sie überfallen haben, Herr Bankdirektor? Ja, das sind sie. Die drei waren's. Ich hoffe, die kommen jetzt erstmal für lange Zeit ins Gefängnis. Dafür werden wir sorgen. Machen Sie sich da keine Gedanken. Erstmal bringen wir euch jetzt zur Wache. Und wer weiß, vielleicht redet einer von euch ja und erzählt uns, wo der Rest der Beute ist. Oh Mann, wir wurden ausgetrickst. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, da seid ihr. Hat alles geklappt? Ja, hat alles geklappt und sie haben keinen Verdacht geschöpft. Sehr gut. Na dann teilen wir uns die Beute. Wir müssen einfach ausnutzen, dass die sich noch so austricksen lassen. Irgendwann wird sich das auch ändern. Abwarten. Aber fürs Erste hat's geklappt. Wie konnte das denn passieren? Naja, Boss, wir wurden ausgetrickst. Die beiden Gangster, die wurden garantiert auf uns angesetzt. Sie haben uns beobachtet und dann die Beute weggeschnappt. Es muss uns jemand verraten haben. Jemand, der den Plan kannte. Aber wer? Wer sitzt als einziger nicht mit euch im Gefängnis? Donny natürlich. Erst steht uns die Beute direkt aus dem Haus. Jetzt setzt er Leute auf uns an, die die Beute von uns stehlen. Es reicht. Donny macht keine Aufträge mehr für uns. Und wir holen uns die Beute zurück. So war ich. Er hat Ludwig Präsident heiße. Wie konnte ich mich nur so in Donny irren? Aber du hast recht, wir holen uns unsere Beute zurück. Das lassen wir uns nicht gefallen. Hey Leute, oh Mann, da hat Donny uns ja ganz schön ausgetrickst. Aber wir holen uns unsere Beute schon zurück. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Einfach hier oben auf den runden Panda-Kopf klicken. Und noch mehr spannende Abenteuer aus Pandido City gibt es hier rechts im Bild. Also Leute, das war's bis zum nächsten Mal. Tschüss.